Yo, hallo Leute und wieder mal willkommen zum nächsten Part von Oxygen Not Included. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen zurechtfinden, muss ich gerade gestehen. Habe ich gerade pausiert oder wieso? Hallo? Ist doch gerade gar nicht Pause. Hat der einen Schlaganfall? Tut irgendwas. Hallo? Achso, oh, ich hatte pausiert, aber das Zeichen wurde nicht angezeigt. Gut, jetzt dachte ich schon, die haben ja alle einen Schlaganfall. So, wir müssen hier noch ein bisschen researchen. Research, hauen wir hier mal alles rein. Da unten wird lauter Wasser rausgepumpt. Ui, was ist denn das? Hydrogen, unbreathable. So, ich brauche auf alle Fälle mehr Luft und das produzieren gerade unsere Algen ganz gut. Dann gehen wir mal kurz bitte in den Oxygen Overlay. Hier haben wir noch ziemlich viel Carbondioxid. Seht ihr, wie sich das hier fortbewegt? Das ist gar nicht gut. Da müssen wir echt aufpassen. Da müssen wir wirklich aufpassen, dass das Algenterrarium das da ganz gut abbaut. Danach wird das um einiges besser. Hier ist Vakuum. Das ist wahrscheinlich gar nicht so gut. Vakuum nix gut. Was ist das denn? Oxygen, da ist ein bisschen Luft. Wir könnten uns weiter nach oben buddeln. Andererseits will ich auch meine Base ein bisschen besser machen und eigentlich hier alles ein bisschen schöner machen. Wie wäre es, wenn wir hier einfach mal weitermachen? Ich glaube, das hat die höchste Priorität, unseren Garten langsam mal begehbar zu machen. Mit einem Garten können wir nämlich um einiges mehr anfangen. Also ohne Garten. So, dann bauen wir hier gleich mal Tiles, einfach weil die geil aussehen. Und Dirty Hands. Die haben alle Dirty Hands. Wie könnt ihr euch denn die Hände waschen? Wir brauchen ein bisschen Wasser. Wascht euch mal die Hände. Food Aquatic Farm. Vielleicht gar nicht mal schlecht. Moment. Irgendwas. Hier hat mir vorhin nämlich noch Warbys einen guten Tipp gegeben. Und zwar, Polluted Dirt darf niemals aufgesammelt werden. Zumindest nicht in einem von denen da oben, sonst stinkt das meine ganze Base voll. Das ist, wenn sie die Kacke da überall abliefern. Und das sollten wir jetzt halt auch tatsächlich ein bisschen unterbinden. Ja, ich lasse mir von der Community ein bisschen Tipps geben. Ich bin nicht so Fan davon, in Zirkel 8 hier schon zu sterben. Ich will hier einen neuen Rekord aufstellen mit First Try. Ja, das zählt auch, wenn ich Tipps bekomme. Und wo sind die Storage-Dinge? Da, ich bin auch blind. So, dann bauen wir hier noch zwei, dreimal Storage hin. Und du bist einfach nur der Kacke-Storage. Dann können wir hier noch einen weiteren Komposthaufen daneben stellen. Wenn wir schon dabei... Wobei, eigentlich reicht einer. Ich meine, hallo, das reicht momentan. Nevermind, lassen wir das mal bei einem. So, hier wird das ganze Zeug hier ausgestoßen. Max Gas Pressure, gut, dann müssen wir da schon mal nicht weitermachen. Essen würde ich gerne mehr haben, weil, es sieht so lecker aus. Ich will unbedingt mehr davon. Nom, 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 nom. Es sieht so lecker aus. Mir wird schlecht. Ich will das nicht essen. So, ich muss noch irgendwie diese ganzen Dinger hier kühlen. Also, das ist ja unrefrigerated. Und ich muss irgendwie hier dieses Ding refrigerated machen. Und ich weiß nicht wie. Wie refrigerate ich dieses Ding? Oh, Food. Klicken wir einfach mal auf Food. Vielleicht steht's da. Ah, Refrigerator. Requires the Fine Dining Engine. Was? Wo ist das? Nochmal. Machen wir hier mal das da fertig. Und dabei klicke ich trotzdem mal ganz kurz auf die Forschung. Forschung? Wo ist die Forschung? Fine Dining. Ah, das brauchen wir als nächstes. Und dafür brauchen wir dann diesen Supercomputer. Und den Supercomputer bauen wir doch dann gleich mal da nach unten hin. Dadurch, dass wir den selten verwenden werden, haben wir auch nicht ganz so einen hohen Energieausstoß. Das bedeutet, ich kann... Was? Wie groß bist du denn? Gut, dann bauen wir dich halt hier einfach in so eine Lücke. So. Dadurch, dass der nur selten verwendet wird, kann ich in dem Moment dann einfach die restlichen anderen Teile womöglich ausschalten. Also, dass halt dann gleichzeitig hier das Zeug nicht mehr seine Stats abfängt. Das wäre nämlich ziemlich bad, wenn die ganzen Sachen abgefangen werden. So, dann wird hier der Scheiß gebaut. Die Dinger müssen noch zugeordnet werden. Du darfst der Stinke-Container werden. Und zwar Organic darf dort Polluted Dirt alles reingehauen werden. Gut, so sollte so mal unsere Base schöner aussehen. Dann sollten wir uns vielleicht irgendwann mal Gedanken machen, wie wir hier weiterkommen. Aber Hydrogen und Chlorin, das hört sich ziemlich leicht entflammbar an dieser Stelle. Bitte nicht mit offenen Flammen dort spielen. Kann man das irgendwie einstellen? Offene Flammen verbieten? Das wäre irgendwie cool. So, hier kommen die immer noch nicht so ganz runter. Aber die sind hier ganz langsam am Growing. Das ist ein bisschen zu langsam. Ah, hier oben geht's aber weiter. Das ist schon mal gut, weil dann können wir nämlich hier
Planterbox wenigstens mal die eine oder andere hinbauen und mal schauen, wie das dann damit weitergeht, ob die coole Sachen machen können. Wir haben sogar noch eine Mushbar. Eine Mushbar. Ach, es sind schon wieder alle beim Schlafen. Gut, dann skippt mal die Nacht. Schlaft schneller, ihr Säcke! Muss ich die auspeitschen beim Schlafen, damit ihr schneller schlaft? Was waren das gerade für Icons? Könntest du... Attack! Attack! Moment, das hat tatsächlich funktioniert. Nein, nein, nein! Abbruch, Abbruch! Nicht attacken! Ihr fahrt mir ja gleich alle um! Oh Gott! Lauft! Flieht! Flieht von dem Low Oxygen! Das Low Oxygen ist gefährlich! Oh, dankeschön! Boah! Ich dachte jetzt nicht, dass die das instant machen. Ich dachte, die schlafen jetzt noch aus und... Wow! Die waren jetzt alle hier in diesen Non-Briefable. Das hätte jetzt kritisch werden können. Oh Gott! Ey, die machen es spannend. Die machen es wirklich spannend bis zum Schluss. Light Wounds. Oh, leicht verwundet. Dann brauchst du doch diesen Medical bla bla bla. So, wo bauen wir den denn? Wir bauen ihn aus Sandstein. Bauen wir ihn mit Sandstein. Dekor plus 0,10. Overheat Temperature. Na gut, das brauchen wir hoffentlich jetzt halt noch nicht. Mann, ich baue hier alles durcheinander, weil ich den Platz nicht anders habe. Das macht mich jetzt schon fertig, wenn ich mir das nur anschaue. So, hier brauchen wir noch mal ein bisschen was. Wie viel brauen wir denn noch? Fangen wir mal da an. Wir brauchen noch 4 Stück. Gut, dann stellen wir gleich ein bisschen mehr her. Okay, dann... Leute, du bist jetzt echt ohnmächtig geworden. Also, Interrupted Sleep. Ja gut, das könnte sich negativ auf deine Ausdauer auswirken. Damit hätte ich jetzt fast nicht gerechnet. Saug mal den ganzen Scheiß hier voll. Ihr könnt auch gerne das Fleisch mitnehmen. Vielleicht können wir da bald mal was Gescheites draus kochen. Momentan können wir es leider noch nicht. Und wir können noch ein, zwei Mushbars hier vielleicht mal erstellen. So, das sweepen wir auch mal. Sweeper es in die Gegend. 200 Kilogramm Dirt. Ja, schon echt krass, wie viel wir hier verwenden. Inapplicable Research. Ja klar, weil wir es dafür noch nicht brauchen. Das ist alles logisch. Bis jetzt ist noch alles logisch in diesem Spiel. Ich weiß noch nicht, wie ich dieses Zeug dann irgendwann mal rausfiltere. Oxygen, vielleicht kommt das alles noch. Das ist noch alles hier so ein bisschen... Nicht nur eigentlich so ein bisschen fragwürdig hier, was wir hier haben. Alles fragwürdig. Gut, wir könnten hier alles schön aussehen lassen. Oh, wie wäre es mit einem Massagetisch? Der Overall-Stress ist mittel. Deswegen baue ich jetzt dann einfach mal hier einen Massagetisch für die Kleinen. Dann fühlen die sich auch besser. So ein kleiner Massagetisch. Boah, eine Massage hätte ich jetzt auch gerne. Irgendwelche Freiwilligen? Gerne, gerne. Ich würde mich freiwillig melden, wenn ihr das experimentieren wollt. Auf eine Massage hätte ich jetzt echt Bock. So, dann bauen wir hier jetzt halt lauter Mealwood. Das heißt, das funktioniert wirklich genauso, wie ich es mir gedacht habe. Sogar noch besser, weil ich habe relativ viel Saatgut dafür bekommen. Unsere Essensprobleme gehören somit der Vergangenheit an. Das ist schon mal geil. Wie, du musst aufs Klo... Ach, verdammt, müssen wir die mal wieder sauber machen. Sind die schon voll? Kann ich irgendwo schauen, wann die voll sind? Steht das irgendwo? Details. Full. Steht das da? Irgendwie, das steht nirgends, ob es voll ist. Also Moment, hier unten ist... Ne, Disabled Building. Clean Toilet. Ich glaube, das müssen wir dann klicken. So, und... Die Toilette dürft ihr auch mal sauber machen und die auch. Dann haben wir noch eine Toilette frei. Was war das gerade? Achso, Research fertig. Gut. Dann starten wir jetzt gleich die nächste Research. Research, weil dann können wir das ganze Zeug hier kühlen und mein Essen geht nicht mehr kaputt. Und ohne kaputt gehendes Essen haben wir größere Überlebenschancen. Da gut gekühltes Essen den Yukai am Leben hält. So, wir müssen dann das hier 10-mal queuen. Oh Gott, das braucht Wasser. 2, 4, 6. Okay, ich werde jetzt halt hier einige Liter meines Wassers dafür verbrauchen, denke ich jetzt leider mal. Darüber bin ich jetzt eigentlich nicht wirklich glücklich. Wenigstens stapelt sich hier schon ein bisschen Oxygen, da die Algen das ihre Arbeit hier ganz gut verrichten. Das gefällt mir richtig gut. So, ihr alle seid minimal gut gelaunt dadurch. Ich, das ist so ekelhaft, das ist immer dabei. Oh Mann, ey. Und Bubbles ist hier weiterhin am Forschen, damit wir den Scheiß auch fertig kriegen. Wahrscheinlich brauche ich bald mal wieder Dirt, aber Dirt bekomme ich dann hier oben, wenn das abgebaut ist. Vielleicht sollte ich parallel schon mal hier den Auftrag geben, hier ein bisschen frei zu dödeln. Ich meine, dann habe ich so einen großen Auswahl, so eine große Auswahl, wo ich in Zukunft will. Vor allem hier ist Abyssalite. Das ist super. Ich meine, Abyssalite ist a resilient crystalline element. Aha. Raw Mineral Overheat Temperature. Wahrscheinlich können dann die verschiedenen Sachen nicht mehr überhitzen. Moment, die können überhitzen? Ach, das ist wahrscheinlich wegen diesem neuen Bild, den wo ich hier habe mit den Temperaturen.
So, Dalla. Weiterhin finde ich, dieses Manual Airlock ist echt eine sehr gute Idee. Sonst kommt am Ende noch dieses ganze Carbonhydroxid-Zeug da zu mir. So, Oxygen haben wir hier eigentlich überall ganz gut. Da bin ich überall noch ganz glücklich. Building Lex Resources, was fehlt dir denn? Ja gut, wir haben gar keine Mehlwürmer. Das ist logisch, weil die müssen erst noch ein bisschen wachsen. Deshalb solltet ihr das alles hier oben auch mal ein bisschen höher priorisieren. Kann ich nicht einfach hier draufklicken, um es höher zu priorisieren? Gut, dann machen wir das halt auf 6, 6. Und das alles hier mal auf 6, dass sich irgendwann irgendein Schwein endlich mal darum kümmert. Mann, Bubbles, du siehst fertig aus. Bubbles, du solltest mal eine Runde schlafen. Bubbles, leg dich mal hin. Hier hauen wir jetzt wieder alles rein, außer Polluted Dirt. Und hier auch alles außer Polluted Dirt. Ich glaube, das ist immer noch die beste Lösung. Weil Polluted Dirt kommt jetzt dann nur dahin. Dann kommt der ganze Kack, den wo die produzieren. Haha, wortwörtlich, dieses Wortspiel. War so flach. Kommt alles dann hier rein, das ist schon mal nice. So, Max Harris. Ah, ich kann hier sogar öfters Harris. Oh, das ist ja richtig krass. Dann gibt es richtig viel Essen für die Kleinen hier alle. So, dann bauen wir hier dann eine riesige Farm hin. Moment, brauchen die... Die brauchen wahrscheinlich relativ viel... Moment, was braucht ihr? Requirements. Initial Growth, Temperature, Gas Pressure. Okay, also die brauchen keine... Also die brauchen nicht direkt O2. Das wäre jetzt halt nämlich problematisch, wenn die Dinger O2 benötigen würden. Weil dann würden sie mir hier langsam die Luft absaugen. Oh, Hightech. Schaut mal. Schaut euch mal dieses Hightech an. Es ist so Hightech. Nur Duplicants are available. Will ich eigentlich gerade neue? Können wir noch ein bisschen mit dem warten? Nee, nehmen wir gleich den neuen, oder? Was bringt mir denn Rechecked All? Kommen die später dann nochmal oder wie läuft das? Ich weiß es nicht. Yokel, wobei, wenn du nicht researchen kannst, damit kann ich leben. Du kannst dafür gut bauen und kannst gut lernen. Wie jetzt? Du kannst gut lernen, bist aber dumm. Ja, okay. Wieso hinterfrage ich die Sachen überhaupt? Nicht hinterfragen. Cannot perform job cook. Den brauchen wir jetzt nicht so dringend. Aber ein Athletic wäre vielleicht gar nicht schlecht. Frankie, begrüße uns im Team. Frankie, Crutmuffin. Ach, die kann... Wie, die kann ich nochmal rerollen? Achso, nur den Namen. Gut. Valanaris, nee, wir wollen keinen Russen. Wir wollen Warly. Warly, wobei das ist jetzt doch ein Russe. Gut, aber egal. Warly, bitte join uns in unserer Colony. Warly ist jetzt dabei. Warly. Ich weiß nicht, ich finde den Namen gar cool. Warly. Warly. Okay, genug Warly gesagt. Slightly toxic. Ja, ich glaube, das ist wirklich toxic. Oh, schaut euch mal an, wie schlecht gelaunt sie aussieht. Was hast du denn für pinkes Zeug auf dem Rücken? Was ist hier gerade passiert? Irgendjemand hat geschrien. Yokai, was hast du schon wieder angestellt? Equipment unassigned. Okay, also anscheinend hast du nichts zugeteilt bekommen. Zumindest nichts irgendwas Besonderes, an das ich mich erinnern sollte. Okay. So, wir brauchen hier noch einiges an Research-Dingern. Nur so kommen wir hier langsam vorwärts. Und Food. Wir brauchen jetzt wirklich langsam Food. Unser Food geht uns hier langsam aus. Also, baut mal bitte ein paar Mushbars. Baut ein paar Mushbars. Kümmert euch darum. Das hat hohe Priorität gerade. Was ist denn das da? Oh mein Gott, es wird immer mehr. Carbondioxid. Also irgendwie, das macht mich hier gerade ein bisschen fertig, was das für ein Emote ist. Hilfe! Sachen, die ich nicht verstehe. Unrefrigerated Food weiß ich noch. Dieses Problem ist mir bekannt. So, die Dinger da oben sollten aber bitte jetzt auch eine höhere Priorität haben. Wenn sogar nicht eine 7777777777777. So, dann kann ich nämlich hier lauter Mehlwürmer einbauen und habe dann gescheites Essen und nicht diese Durchfall-Mushrooms. Ich glaube, ich brauche echt noch so einen Komposthaufen. Ah, den Komposthaufen, da dicke ich mich lieber nach unten und baue dasselbe nochmal auf. Das bedeutet, wir dicken uns hier runter, bauen hier erstmal eine Linie frei. So. Und da kommen dann die Komposthaufen der Reihe nach hin. Probieren wir es mal auf dem Weg. Ich glaube, das ist ein ganz guter Anfang. So, Mealwood Seed. Ja, verdammt, verklickt. Mealwood. Und jetzt lese ich mir mal durch, was das andere hier bringt. Was bringt eine Blossom Seed? Blossom Seed, du bringst uns 2 Bristol Berries per Harvest. Ich glaube, ich pflanze einfach mal eine, weil ich nur eine davon habe und... Ja, doch, machen wir es so. Damit kann ich ganz gut leben. Dann haben wir hier jetzt halt... Moment, wo habe ich jetzt die Bristleberry? Oder kümmert sich Wally gerade drum? No seed available? Eine seed haben wir doch noch. Ah, okay. Requires Fertilizer. Okay, wir... dann fertilize den Scheiß doch. Wir haben doch irgendwo Fertilizer.
Hier ist doch überall Fertigkeiten. Moment, hier oben sind sogar Algen. Die Dinger will ich haben. Die Algen will ich haben. Und ich habe doch irgendwo sau viel Fertilizer irgendwann mal eingesammelt. Ist das Fertilizer? Dirt, 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 Dirt. Wie sieht denn nochmal Fertilizer aus? Ich weiß, dass ich schon eingesammelt habe. Fertilizer? Bist du Fertilizer? Alge, Alge. Noch mehr Alge, noch mehr Alge. Das ist Fertilizer. Gut, dann baut doch mal hier den Fertilizer kurz ab. Dann haben wir auch wieder Fertilizer. Dann musst du dich nicht mehr so aufregen. Und hier unten wird eh gerade Fertilizer probiert. Oh Junge, Bubbles, du sägst hier auch in der Gegend um. Oh, Wally hat noch kein Bett. Shit, wir brauchen unbedingt ein Bett für Wally. Neue Sache. Oh, neue Sachen. Oh, oh Gott, Gas Bridge. Gaspipe of another without joining their systems. Okay. Gaspipe transports gas between building intakes and outbounds. Okay. Ich bin ein klein wenig verwirrt, muss ich zugeben. So, aber Wally, du brauchst dringend auch einen Schlafplatz. Und damit wir dir einen Schlafplatz geben können, bauen wir hier die Leiter noch ein bisschen höher. Bauen hier eine neue Teilebene und bauen dann auf diese Teilebene nochmal 1, 2, 3 Betten. So machen wir das. Wenn das so funktioniert, dann haben wir wieder Betten. Und hier ist alles schön gestapelt immer. Also immer mit dem richtigen Abstand und so. Das ist dann ganz okay. Die Priorisierung ist bei mir noch nicht ganz zu meinem Wohlbefinden, aber momentan muss es halt ein bisschen durcheinander sein. Ich glaube, das ist auch gar kein schlechter Plan, das mal ein bisschen chaotischer in manchen Momenten zu machen, weil dann halt alles ein bisschen vorgeht. Insufficient Oxygen Generation. Wie? Wir haben doch ein Algenterrarium. Wow. Das muss doch reichen. Wieso reicht das nicht? Wie viel verbrauchen wir denn? 51 und... Ja, okay, wir verbrauchen gerade ein bisschen mehr, als wir haben. Damit kann ich momentan noch leben. Ich habe nur Angst, hier das irgendwann mal aufzubauen. Ich glaube, da brauche ich dann erstmal diese komischen neuen Sachen, die wir gerade bekommen haben. Also Gaspumpen und sowas. Ich wüsste noch gar nicht, wo ich das Gas dann hinpumpen soll. Aber am besten Willen, ich wüsste nicht, in welches Ding ich das pusten sollte. Back into the colony from Gaspipe. Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn ich hier nach oben baue? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wird sich alles zeigen müssen. Ich habe halt den 7. Zirkel überlebt. Na, Warbies, deine Wette mit, ich schaffe nur 8. Keine Chance, ich werde über 8 überleben. Oh Gott, kann ich aufhören, solche Sachen auszusprechen? Ich glaube, ich sterbe gleich. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, wenn ich die Sachen laut ausspreche. Irgendwie, das ist der Moment, wo es beginnt, alles schief zu gehen. So, Wally, wie gut kommst du vorwärts? Water haben wir auch noch ganz gut. So. Schauen wir mal wieder kurz auf unsere Research, wie weit du bist. Okay, wir brauchen noch ganz, ganz viel hier. Also wirklich viel. Tunen wir das mal alles. Okay, hier wird geresearched. Strom haben wir voll. Alles ist gut, okay. Dann baut ihr hier weiter. Hier wird ein bisschen Wasser abgesaugt. Irgendwann kommt ihr sicher dazu, hier weiter zu diggen. Und oben den Fertilizer abzuholen. Wobei, ein bisschen Fertilizer hatten wir ganz offensichtlich sogar noch. So, Yukai macht ein glückliches Gesicht. Das ist doch alles toll. So. Wally arbeitet jetzt wieder hier ein bisschen. Wasser wird weiter abgesaugt, aber sonst... Alles gut hier. Wirklich alles gut. Wir kommen hier gut weiter, vor allem mit der Research. 4 von 10 und 9 von 20. Also jedes Mal knapp unter der Hälfte. 4 von 10, das heißt, wir brauchen jetzt noch 6. Das heißt, wenn ich jetzt halt hier das einmal noch voll mache, habe ich genug in der Queue, dass ich irgendwann fertig bin. Also mit den blauen zumindest. Wahrscheinlich brauche ich hier oben noch ein bisschen was. Wally hat gerade seinen Sickness-Skin ein bisschen verbessert. Get up and head to sleep on the floor and will like a bed. Ja, gut, dass der ein Bett will, das kann ich verstehen. Wisst ihr was, wir priorisieren mal um. Ihr baut jetzt mal erstmal die Betten hier. Das Bettenzeugs ist wichtig. Ohne dem kann Wally nicht schlafen. Also seid mal bitte nett zu Wally. Das ist einfach, tut es für Wally. Genau, ihr macht das gut. Jetzt noch das Ding da oben, bitte. Könnte sich jemand darum kümmern? Achso, ihr würdet erstmal das da absaugen müssen, richtig? Sonst habt ihr keinen Platz, genau. So, dann dürfte nämlich Wally hier auch gleich einen kleinen Schlafplatz haben. Und mit einem kleinen Schlafplatz geht's Wally ein bisschen besser. Dann regt sich Wally nicht mehr ganz so auf. Das ist doch auch mal was ganz Angenehmes. Ich meine, dann kann er auch wieder besser Sport machen. Also ich muss sagen, so ein Energiegewinnungsgerät ist eigentlich die Zukunft. Da machst du gleichzeitig Sport und nur so hast du Strom. Das wäre für jeden Zocker das perfekte Arbeitsmaterial. Du darfst nur zocken, während du auf diesem Laufband läufst. Ha, das wäre doch die Erfindung.
So, Udala. Aber ich bin gerade zufrieden, wie hier alles läuft. Das muss ich ganz oft sagen, weil je öfter ich es sage, irgendwann glaube ich es vielleicht selber. So, ich denke, wir brauchen hier noch ein bisschen Research. Ja, und zwar 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann haben wir da genug in der Queue, hier genug in der Queue und bekommen das nächste Mal dann das Foodzeug hier fertig researched. Eine Sache werde ich jetzt halt noch machen. Ich weiß, ich bin schon wieder über 20 Minuten, aber ich werde mir noch ganz kurz hier mal ein bisschen die Stats anschauen, was ich denn hier noch skillen könnte. Also Temperature Module. Also einfach, dass wir ein bisschen die Temperatur drosseln können. Ist momentan noch kein Problem. Also das werde ich jetzt nicht als nächstes machen. Pressure. Damit könnten wir mal ein bisschen den Druck ausgleichen. Aber ich habe auch noch keine Druckprobleme. Mein ganzes O2 ist alles da unten. Also ich bin absolut glücklich momentan. Ich würde einzig gerne eine Möglichkeit haben, diese anderen Gase, die Giftgase, ein bisschen umzuwandeln. Und dafür bräuchte es doch sicher auch irgendwas. Liquid Pipe, Liquid Pipe. Oh, ja, toll. Liquids. Ja, toll. Das bringt mir alles irgendwie eher weniger. Advanced Filtration. Lasst mich raten. Ich brauche das wahrscheinlich. It removes it. Gas, sending it into a separate pipe. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Das heißt, als nächstes werde ich auf alle Fälle Power Regulation skillen, damit ich hier ein bisschen mehr Energie und ähnliches skillen kann. Aber gut, Leute, damit ist der heutige Part auch schon wieder beendet. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, lasst natürlich ein Abo da oder natürlich ein Like oder am besten beides. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part von Oxygen Not Included. Tschüss.